Moin Leute und willkommen zu einem neuen Part von TryJump. Es ist wieder TryJump-Zeit und es ist meine zweite Runde heute und wir haben einen Typen in der Runde, mit dem ich gerade schon eine Runde gespielt habe, der, ja gut, ich würde sagen, supi dupi gejumpt ist in der Runde vorhin, aber dafür im PvP trotzdem, Leute, irgendwie gegen mich verloren hat. Nee, aber ich habe die Aufnahme ausgemacht, weil ich gedacht habe, 2000 Tokens ist mir ein bisschen zu blöd, da gewinne ich ja eh nicht. Ich würde das nur machen, wenn ich eine Challenge mache mit 2000 Tokens weiterspielen. Alter, lol, da ist gerade der ganze Sand runtergefallen. Passiert das bei den anderen auch? Nur bei mir fällt er runter, was soll das? Das war die Schweigeminute, die keine Minute ging, weil ich keinen Bock mehr hatte. Bin wie der Sand runtergeplumpst und habe mein Leben mit einem Sturz beendet. Der Sand fällt wahrscheinlich immer noch. Ah, den Sprung, den krieg ich so selten hin. Und der Typ, der schafft einfach alles first try. Das ist so dumm! Das ist so dumm! Okay, meine Stimme ist auf jeden Fall sehr im Arsch. Hoffentlich hört sich meine Stimme nicht so hoch an wie sonst. Okay, die Konkurrenz ist leider ausgeschieden. Lol. Wieso bin ich denn so scheiße? Meine Fresse. Wieso kommt denn in der zweiten Runde dieses Modul? Das schafft man doch nur, wenn man eingespielt ist. Tja, jetzt muss ich wohl noch einen Vierersprung machen. Oh, fuck. Oh, ja, geil. Geile Scheiße! Meine Kommentation übelst im Arsch, einfach aus dem Grund, weil es die zweite Runde ist und ich in der ersten Runde sehr gut kommentiert habe und mir jetzt der Stoff zum Kommentieren rausgegangen ist. Weil ich da immer tagtäglich aufladen muss, damit ich irgendwas Sinnvolles labern kann. Und aus dem Grund laber ich jetzt irgendeine Scheiße, wie man gerade bemerkt hat. Ich habe gerade über Scheiße gelabert, über die ich Scheiße laber. Jawohl. Ob irgendjemand diese komische Psychologie von mir versteht? Ich glaube nicht. Aber ist mir eigentlich ziemlich egal, weil solange ich gut in 3-Jump bin und ich natürlich richtig in der Schule reinscheiße, ist doch alles gut. Ja, hier verkacke ich den ersten Sprung immer halt. Boah, das darf ich jetzt nicht verkacken. Oh, ja. Kritisch. Bitte. Ich habe das noch nie verkackt. Oh, danke. Jetzt darf ich nur den letzten Sprung nicht verkacken. In der zweiten Runde 3300 ist doch ganz chillig. Okay, der Cranky macht in der ersten Runde 5000, aber nein. Ja, und jetzt kommt dieses Theater. Ich werde das beschleunigen. Also ich werde jetzt die Geschwindigkeit hochstellen, weil das wahrscheinlich ewig dauert, oder? Ja. Wir sehen uns dann nach dem Zeitraffer wieder. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Oh ja, oh, was eine Wohltat. Nun befinden wir uns im PvP-Fight und es geht natürlich so sofort weiter, indem ich anderen Leuten in die Fresse boxe und sie komplett zermalme. Oh, ich treffe nicht mit der Angel, aber zerschnetze ihn trotzdem flawless. Lull. Und alles klar. Ja, moin, den nehme ich mir mit, den Kill. Das ist mein Kill, du Arsch. Ja, klar, stopp mir erstmal. Alter, leck mich doch am Arsch. Nein, geh weg. Das ist meins. Das ist meins. Ich muss natürlich erstmal auf KD spielen und direkt beide töten. Na, guck mal, da wollen mich schon wieder einen attackieren. Oh. Das tut mir natürlich leid. Wenn der sich schon einen Eisenhelm kauft, dann ziehe ich den einfach mal an, lull. Wie selten man einfach einen Eisenhelm anhat in TryJump. Sobald er mich attackiert hat, ist es kein Abstau mehr. Okay, der ist frisch gespawnt, den kann ich töten. Komm, mach mir am besten wieder gar keinen Schaden, wie vorhin auch schon, danke. Ach man, warum sind die denn alle so lieb in der Runde und warum sind die alle so scheiße? So, dieser Dirtboy macht den jetzt einfach fertig. So, nein, das ist mein Equip, das kannst du ruhig nicht kriegen. Meine Fresse, was bin ich für ein Arschloch. Hier, Ochsenschwanz. Das ist mein Hund. Das heißt aber Ochsen. Zieh mal, du Random. Mann, Mann, Mann. Wie kann man das denn falsch sein, sagen? Pff. Was bist du? Du bist voll der Random. Ich habe einen Heiltrank auf den Gegner geworfen. Alter. Oh, der hat beste Internet? Okay. Ja. Sheesh. Wo ist der andere? Hallo. Ah, da hinten ist er. Okay, dann mach ich den auch nochmal eben fertig. Hallo. Buff. Buff. Ist mir scheißegal, dass du jetzt was in den Chat tippst, du Random.
Kann ich doch nichts für. Man fängt nicht mitten im Kampf an, irgendwas zu tun. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Bis morgen und ciao.